Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In den letzten Monaten habe ich einige Anfragen bekommen über das Thema Content Management System. Und in diesem Video geht es um das Thema. Kurz, ausführlich und knapp erklärt. Die Abkürzung für Content Management System lautet CMS. Was ist ein CMS und was kann ich damit machen? Ein CMS ist eine Software, mit der man Texte, Bilder, Videos und sonstige Inhalte erstellen und bearbeiten kann. Ein CMS wird hauptsächlich für Webseiten benutzt. Ein CMS wird meist auf einem Webspace installiert. Viele Webseiten werden heute ausschließlich mithilfe eines CMS erstellt. Ein CMS ist vergleichbar mit einem sogenannten Homepage-Baukasten. Ein CMS beinhaltet, wie ein Homepage-Baukasten auch, sogenannte Module. Also bereits vorgefertigte Extras und Funktionen wie unter anderem Designs bzw. Templates oder Template-Vorlagen, Benutzerrechte, Formulare, Statistikfunktionen, Kommentarfunktionen und viele andere weitere Module. Das heißt also, ich kann über das Interface sämtliche Aktionen steuern. Meist wird solch ein CMS eher bevorzugt, aus dem Grund, weil hier kaum bis keine Programmierkenntnisse nötig sind. Außerdem spart man sich damit sehr, sehr viel Zeit. Bekannte Content-Management-Systeme wären beispielsweise Joomla, WordPress, Typo3, Drupal und Redaxo. Habt ihr auch schon mal mit einem CMS gearbeitet, beziehungsweise habt es vor? Schreibt es doch in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.